Rudolf Steiner Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften zugleich eine Grundlegung der Geisteswissenschaft über die Anordnung der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes bei der Herausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften, die ich zu besorgen hatte, leitete mich der Gedanke, das Studium der Einzelheiten derselben durch die Darlegung der großartigen Ideenwelt zu beleben, die ihnen zugrunde liegt. Es ist meine Überzeugung, dass jede einzelne Behauptung Goethes einen völlig neuen und zwar den richtigen Sinn erhält, wenn man an sie mit dem vollen Verständnis für seine tiefe und umfassende Weltanschauung herantritt. Es ist ja nicht zu leugnen, manche der Aufstellungen Goethes in naturwissenschaftlicher Beziehung erscheint ganz bedeutungslos, wenn man sie vom Standpunkte der mittlerweile so fortgeschrittenen Wissenschaft ansieht. Das kommt aber gar nicht weiter in Betracht. Es handelt sich darum, was sie innerhalb der Weltansicht Goethes zu bedeuten hat. Auf der geistigen Höhe, auf der Dichter steht, ist auch das wissenschaftliche Bedürfnis ein gesteigertes. Ohne wissenschaftliches Bedürfnis gibt es aber keine Wissenschaft. Was für Fragen stellte Goethe an die Natur? Das ist das Wichtige. Ob und wie er sie beantwortet hat, das kommt erst in zweiter Linie in Betracht. Haben wir heute zulänglichere Mittel, eine reichere Erfahrung, nun wohl, dann wird es uns gelingen, ausreichendere Lösungen der von ihm gestellten Probleme zu finden. Dass wir aber nicht mehr vermögen als eben dies, die von ihm vorgezeichneten Bahnen mit unseren größeren Mitteln zu wandeln, das sollen meine Darstellungen zeigen. Was wir von ihm lernen sollen, ist also vor allem das, wie man an die Natur Fragen zu stellen hat. Man übersieht die Hauptsache, wenn man Goethe nichts anderes zugesteht, als dass er manche Beobachtung aufzuweisen habe, die von der späteren Forschung wiedergefunden, heute einen wichtigen Bestandteil unserer Weltanschauung bildet. Bei ihm kommt es gar nicht auf das überlieferte Ergebnis an, sondern auf die Art, wie er dazu gelangt. Treffend sagt er selbst, es ist mit Meinungen, die man wagt, wie mit Steinen, die man voran im Brette bewegt, sie können geschlagen werden, aber sie haben ein Spiel eingeleitet, das gewonnen wird. Sprüche in Prosa, notwendend. SCHR, 4. BD, 2. Abteilung, S. 362. Er kam zu einer durchaus naturgemäßen Methode. Er suchte diese Methode mit jenen Hilfsmitteln, die ihm zu Gebote standen, in die Wissenschaft einzuführen. Es mag nun sein, dass die hierdurch gewonnenen Einzelergebnisse durch die fortschreitende Wissenschaft umgewandelt worden sind, aber der wissenschaftliche Prozess, der damit eingeleitet wurde, ist ein dauernder Gewinn der Wissenschaft. Diese Gesichtspunkte konnten nicht ohne Einfluss auf die Anordnung des herauszugebenden Stoffes bleiben. Man kann mit einigem Schein von Recht fragen, warum ich, da ich schon einmal von der bisher üblichen Einteilung der Schriften abgegangen bin, nicht gleich jenen Weg betreten habe, der sich vor allem zu empfehlen scheint, die allgemein naturwissenschaftlichen Schriften im ersten Bande, die organischen, mineralogischen und meteorologischen im zweiten und die physikalischen Schriften im dritten Bande zu bringen. Es enthielte dann der erste Band die allgemeinen Gesichtspunkte, die folgenden die besonderen Ausführungen der Grundgedanken. So verlockend das nun auch ist, es hätte mir nie einfallen können, diese Anordnung zu treffen. Ich hätte damit, um auf das Gleichnis Goethes noch einmal zurückzukommen, nicht erreichen können, was ich wollte, an den Steinen, die voran im Brette gewagt, den Plan des Spieles erkenntlich zu machen. Nichts lag Goethe ferner, als in bewusster Weise von allgemeinen Begriffen auszugehen. Er geht immer von konkreten Tatsachen aus, vergleicht sie, ordnet sie. Darüber geht ihm die Ideengrundlage derselben auf. Es ist ein großer Irrtum, zu behaupten, nicht die Ideen seien das treibende Prinzip in Goethes Schaffen, weil er über die Idee des Faust jene sattsam bekannte Bemerkung gemacht. In der Betrachtung der Dinge bleibt ihm nach Abstreifung alles Zufälligen, Unwesentlichen etwas zurück, das Idee in seinem Sinne ist. Die Methode, der sich Goethe bedient, bleibt selbst da noch die auf reine Erfahrung gebaute, wo er sich zur Idee erhebt.
denn nirgends lässt er eine subjektive Zutat in seine Forschung einfließen. Er befreit nur die Erscheinungen von dem Zufälligen, um zu ihrer tieferen Grundlage vorzudringen. Sein Subjekt hat keine andere Aufgabe, als das Objekt so zurechtzulegen, dass es sein Innerstes verrät. Das Wahre ist gottähnlich, es erscheint nicht unmittelbar, wir müssen es aus seinen Manifestationen erraten. Sprüche in Prosa, notwendend. SCHR, 4. BD, 2. Abteilung, S 378. Es kommt darauf an, diese Manifestationen in solchen Zusammenhang zu bringen, dass das Wahre erscheint. In der Tatsache, der wir beobachtend gegenübertreten, steckt schon das Wahre, die Idee, wir müssen nur die Hülle entfernen, die es uns verbirgt. In der Entfernung dieser Hülle besteht die wahre wissenschaftliche Methode. Goethe schlug diesen Weg ein. Und wir müssen ihm auf demselben folgen, wenn wir ganz in ihn eindringen wollen. Mit anderen Worten, wir müssen mit Goethes Studien über die organische Natur beginnen, weil er mit ihnen begann. Hier enthüllte sich ihm zuerst ein reicher Gehalt von Ideen, die wir dann als Bestandteile in seinen allgemeinen und methodischen Aufsätzen wiederfinden. Wollen wir die letzteren verstehen, müssen wir uns mit jenem Gehalte bereits erfüllt haben. Die Aufsätze über Methode sind dem bloße Gedankengewebe, der nicht den Weg nachzugehen bemüht ist, den Goethe gegangen. Was dann die Studien über physikalische Erscheinungen betrifft, so entstanden sie bei Goethe erst als die Konsequenz seiner Naturanschauung.